Und wie versprochen, fahren wir das Rennen, was wir am Ende der letzten Folge ja leider nicht erfolgreich beenden konnten. Nochmal, jetzt allerdings mit unserem umgetunten Bat to Plate. Und ich hoffe, dass wir jetzt genug Geschwindigkeit haben. Aero komplett runtergedreht, etwas schlechtere Reifen draufgezimmert, dafür aber mehr Leistung. Und das schaut auch gleich am Anfang richtig, richtig gut aus. Ja, und an dieser Stelle herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe zur Hot Wheels Expansion von Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. So, okay, an der Stelle haben wir jetzt leider wieder Schwung verloren. Ja, schwierig, ey. Schwierig, schwierig. Ja, wir gucken mal. Wir sind auf jeden Fall deutlich, ja, näher am Pack dran. Aber allerdings werden wir jetzt auch nicht ganz so schnell jetzt in den Ecken sein, wie wir es eben am Ende der letzten Folge waren. Aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt die bessere Kombination ist. Ja, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, der Bat to Plate Hot Wheels ist zu Ehren der Indy 500 gebaut worden. Also quasi ein Indy Hot Wheels. Dementsprechend auch ein echtes Aero-Monster. Also wir haben die Aero komplett runtergedreht und der klebt immer noch richtig krass. Das ist schon nice. So, jetzt gucken wir mal die Top 3. Ah, FXXK. Ich habe es schon noch gesagt in der letzten Folge. Das sind bestimmt die perfekten Fahrzeuge dafür. Sind schnell und haben noch Angriffsdruck. Genau, die fahren jetzt hier vorne rum. Nicht verwunderlich. Okay, so geil wie vorhin konnte ich da nicht durch. Das war jetzt schlecht. Aber wir sind trotzdem besser unterwegs. Also es war auf jeden Fall der richtige Schritt, ihn so aufzubauen. Man muss halt immer wissen, was braucht man. Und definitiv, der Grip war ein bisschen zu viel. Deswegen so ist es schon deutlich besser. Jetzt muss man noch gucken, dass wir irgendwie den Führenden, der echt einen krassen Vorsprung jetzt schon wieder reingeballert hat, irgendwie noch einholen können. Wir haben noch zwei Runden. Aber es wäre trotzdem nicht einfach, glaube ich. Und hier fehlt uns Ultraschwung. Ich glaube, mit den Gangwechseln ein, zwei Gänge runter war auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt. So, wir gucken, dass wir da vorne rankommen und dass die hinter uns nicht unbedingt vorbeiziehen. Bleib mal hier im Pinsel. Nee, ich muss bremsen. Verdammt. Nein, nicht wegdrehen. Der kurze Radstand. Nein, 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 nein. Ja, nein, nein. Komm, nicht ausbrechen. Gut. Nicht jetzt das eigene Fahrzeug noch zum Feind machen. Ja, echt schwierig, ey. Echt schwierig. Ist die S2-Klasse unser Nemesis? Wir wissen es nicht. Kommen wir nicht mal Vollgas durch. Gefühl komme ich nicht ran. Gefühl komme ich nicht ran. Der ist ultra schnell da vorne. Verloren. Der Rest geht, ne? Aber der eine fährt uns da richtig davon. Ja, wenn alles nicht hilft, müssen wir den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Weil ich würde schon ganz gern mit dem Battle Plate hier ein bisschen fahren. Wenn wir schon so ein krasses Hot Wheels Fahrzeug haben. Was halt, ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, eigentlich für geile Rundstrecken gemacht ist, aber das ist halt einfach zu schnell für das Fahrzeug. Jetzt kommt letzte Runde, wir müssen es nochmal versuchen. Hier drückt mich irgendwie die Schwerkraft extrem nach unten. Deswegen, man sollte eigentlich diese Wandkollision vermeiden, das kostet schon gut Schwung, gerade auf der Klasse, wo wir fahren. Das hat es mir leider nicht mehr zu entdecken. Aber ich glaube fast nicht, dass ich die Lücke schließen kann. Eher im Gegenteil. Ich glaube, der zieht mir noch mehr weg. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, ich kann hier schon mal abbrechen. Das heißt, wir starten neu. Ich muss notgedrungen den Schwierigkeitsgrad senken. Ja, es geht leider nicht anders. Also klar, man könnte jetzt natürlich auf ein
ein besseres Fahrzeug wechseln. Das ist klar. Das Fahrzeug ist einfach nicht dafür gemacht. Da müssen wir ganz ehrlich sein für dieses Rennen. Aber wie schon gesagt, ich würde schon ganz gerne das mit dem versuchen. Jetzt nehmen wir mal die Brücke auch ein bisschen nach oben. So. Vorne vielleicht ein bisschen anderes Zug rein. Und jetzt komm. Jetzt muss aber gelingen. Wenn es jetzt nicht gelingt, dann war das ein kurzer Auftritt des Bad to Blade, weil dann werde ich auf jeden Fall das Fahrzeug wechseln müssen. Sonst kommen wir ja nicht voran. Einfach nach links raus. Ich kann gar nichts machen. Ist gerade ein bisschen blöd. Wir sind gefangen hier gerade in dem Train. Die sich alle hier bumpcraften. Oh, Vorsicht. So. Ja, das sollten wir jetzt aber schaffen zu gewinnen, denke ich. Das sollten wir schaffen. Dagegen halt Sesto Elemento Forza Edition auch nicht leicht anzustinken. Es gibt halt so ein paar Fahrzeuge in dieser S2-Klasse, die sind schon echt mächtig. Und wenn du die halt als Gegner hast, dann schwierig. Aber das wäre natürlich auch meine Trumpfkarte hier. Entweder mit dem FXK Evo oder eben mit dem Sesto Elemento Forza Edition hier aufzukreuzen. Dann sieht die Welt natürlich nochmal anders aus. Aber ich glaube, komm, den kriegen wir jetzt. Den kriegen wir jetzt. Auf die Distanz gesehen sollte das auch kein Problem sein. Drückt mich das Spiel extrem nach unten. Ich glaube, das ist ein Programmierfehler. Ich glaube, es sollte so nicht sein, dass das so eine extreme Kraft mich nach unten drückt. Rankommen. Ja, nicht die Wand. Die Beschleunigungsfelder drücken uns ein bisschen besser nach vorne. Und wir übernehmen die Führung auf dem sehr erfahrenen Schwierigkeitsgrad. Krass, ne? Aber ja, da sehen wir mal, ein Fahrzeug war alles schon entscheidend. Und ich sage nicht, dass das Fahrzeug schlecht ist, was wir hier fahren. Ich sage einfach nur, es ist für dieses Rennen definitiv ungeeignet. Also wenn ihr den Frust euch nicht antun wollt, entweder macht es gleich so oder nehmt einfach gleich ein ganz anderes Fahrzeug. Aber keine Schande, wenn man es mal nicht schafft. Man muss es halt mal nur probieren. Das ist ein Spiel. Nein, jetzt kommt er hier wieder ran beschleunigt. Aber wir haben noch eine Runde. Müssen also den Abstand definitiv vergrößern, weil sonst werden wir das Rennen wegen sowas verlieren nachher noch. Aber letzte Runde, die muss jetzt sitzen. Jetzt muss ich gleich wieder nach unten. Ich lenke schon echt extrem dagegen. Ey, das schaffst du nicht. Das hau dich so in die Wand. Keine Schnitte. Keine Schnitte.
fast schon dran, also so ein, das ist noch nicht gewonnen. Aber ich will es jetzt, dass wir es gewinnen. Komm, auf geht's. Komm. Das hat jetzt viel Schwung gekostet, verdammt. Bleib weg. Ja, endlich. Endlich. Vielleicht muss ich auch mal diesen Assistenten da ausschalten. Vielleicht hat der einfach nur in die falsche Richtung gewirkt. Weil ich glaube jetzt, das war jetzt so das erste Rennen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, dass dieser, ja, dieser Lenkassistent, der uns ja bewahren soll, nicht in die Bande eben zu schallern, tatsächlich eingegriffen hat. Also nicht jetzt nur an der Stelle, wo es wahrscheinlich falsch war, sondern tatsächlich auch an anderen Stellen. Und deswegen würde ich den tatsächlich mal versuchen auszuschalten. In der Hoffnung, dass es damit dann, oder ohne, dass es besser geht. Aber natürlich den Rollindikator lassen wir natürlich an. So, dann machen wir das nämlich mal aus. Oh, hat er das jetzt überhaupt ausgeschaltet? Ja, sehr gut. Sehr gut. So, was für eine Geburt, ey. Wie lange wir jetzt gebraucht haben für unser erstes S2-Event. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann müssen wir jetzt halt gucken. Also ich glaube, es gab jetzt wirklich keine Gefahren... S2-Rennen, was ich auch gut finde, weil in der Klasse fände ich es auch echt verrückt. Ja, Blitzer, das ist jetzt die Frage. 354,1, also da müssen wir schon ultra viel Anlauf, glaube ich, nehmen mit dem hier. Aber möglich ist es. Wo können wir denn hier Anlauf nehmen? Von hier. Vom Nexus aus tatsächlich. Hier haben wir auch sogar noch ein Rennen. Aber wir probieren das mal. Ich möchte den Blitzer mal versuchen. Also wir könnten es schaffen mit dem. Wenn auch knapp. So, Moment. Vielleicht sollten wir halt echt als Option überlegen, dem hier sogar Allrad zu verpassen. Sollen wir das mal machen? Komm, also jetzt komplett verrückter Aufbau eigentlich, aber... Upsala. Jetzt lass mich rein. Dass wir halt einfach auf so ein bisschen gegen den kurzen Radstand manchmal kämpfen können, weil ab und zu kam er jetzt schon quer. So. Und dann können wir nämlich ihm... Reifenbreite haben wir jetzt nicht, ja, können wir eh nicht machen. Können wir ihm nämlich vielleicht sogar noch mal mehr Leistung geben. Jetzt mal gucken, das haben wir ja drin, genau. Das macht schon zu viel. Das würde auch zu viel machen, verdammt. Dann vielleicht, Moment, anderer Versuch. Ne, ist auch nicht gut. Auch nicht gut. Ah, das ist zu viel. Das ist das hier wahrscheinlich der Beste hier. Haben halt diesen einen LI verschenkt. Was soll's? Wir können natürlich Eintriebe wahrscheinlich. Ach, ist egal, wir lassen es so. Ist natürlich ein bisschen schwerer als das Fahrzeug, aber mit dem Allrad vielleicht ist er ein bisschen stabiler. Wir müssen ihn trotzdem, glaube ich, sehr hecklastig jetzt auslegen hier. Sonst werden wir da keinen Spaß mit haben. Ultra viel Sperre, das wollen wir nicht. Hier ein bisschen mehr. Okay, das ist ja übelst krass abgestimmt hier, sehe ich gerade. Das finde ich jetzt gar nicht so cool. So, gucken wir mal, wie sie es jetzt fährt. Auf jeden Fall hat jetzt mit dem Ursprungsfahrzeug relativ wenig zu tun. Aber egal, wir müssen uns einfach der Situation anpassen. Oh, hä? Achso, wir haben jetzt ein anderes Getriebe, weil... Oh, ich bin ja blöd. Okay, Moment, mein Fehler. Weil durch ein Allrad-Dings haben wir jetzt nur das Sechsgang. Aha.
Mein Fehler. Okay, da müssen wir das Getriebe auf jeden Fall noch ändern. Das war natürlich jetzt schlecht. Moment. Das war natürlich jetzt schlecht. Ja, da machen wir natürlich das 10-Gang rein. Aber bei 9-Gang reicht. Können wir vielleicht doch was anderes probieren? Vielleicht? Moment. Ja, perfekt. Weil das natürlich ein bisschen Gewicht mitbringt, dann ändert sich der LI und dann können wir doch das Einbauteil machen, was ein bisschen mehr Power bringt. Neusen. So, jetzt muss das Getriebe leider wieder anpassen. Tut mir leid für diesen Stress. So, da fährt er noch. Der fünfte können wir lassen und dann hier können wir wieder dann das schön lange lassen, würde ich sagen. Weil da können wir auch ein bisschen... Das ist ja manchmal den Stick-Befehl nach oben gehen nicht erkennt. Gut, beim normalen Fahren brauchen wir den nicht so oft, deswegen nicht so schlimm, aber trotzdem nervisch. Controller, mach, was ich sage. So, jetzt aber. Auf geht's. Okay. Sehr schön viel Schwung mitnehmen. Wir müssen über 350 schaffen. Das ist die Challenge. Es geht jetzt gleich wieder ein bisschen bergab. Daher hoffe ich, dass der Schwung reicht. Wir können alles Vollgas fahren hier. Ne, das wird nicht reichen. Wir haben einfach zu wenig Power in dem Ding. Verdammt. Ey, ohne Witz, ich glaube, wir müssen halt echt fast das Fahrzeug wechseln, über kurz oder lang. Egal, wir versuchen mal das Rennen hier vorne. Gucken, wie es läuft. Ansonsten, wenn das jetzt wieder so eine schwierige Nummer wird, dann ja, müssen wir wohl oder übel auf ein anderes Fahrzeug gehen. Ja? Der eine oder andere schreit mich wahrscheinlich schon durch den Monitor oder durch sein Display schon an. Ja, tu es! Verdammt! Ja, man muss ja mal probieren. Ne? Kann man nicht gleich aufgeben. So. Spaß zu fahren macht das Ding auf jeden Fall. So, rein da jetzt. So, Sprintrennen. Aua. Sorry. Aber ja, da muss man ein bisschen mehr bremsen, ein bisschen mehr Kurven fahren und schon sind wir dabei. Also diese Highspeed-Strecken sind eher nichts für das Gerät, aber wenn dann doch ein paar Kurven dazukommen, dann ist gut. Nur aufpassen, es ist wieder diese fiese Stelle, ne? Aber diesmal weiß ich, dass sie kommt. Haha! Nicht in die Wand gefahren. So, kriegen wir den Mosler da vorne. Sorry, fürs Reindiven. So, was ich auf jeden Fall ändern werde, ist ja Aero vorne wieder wegnehmen. Bisschen, ich habe ein paar Klicks erhöht. Für den Stabi aggressiver legen. Aber das würde dem ganz gut tun. Das war aber ein schnelles Rennen. Ah, wir haben es gewonnen. Wenn auch auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, den wir wählen können. Muss man schon fair sagen. Also, wir bleiben dabei. Cooles Fahrzeug, aber für diese Rennen eher nicht geeignet. Da sind andere Fahrzeuge definitiv stärker hier im Spiel. Aber wenn man halt natürlich so ein bisschen das alles auch mit diesen Hot Wheels Fahrzeugen erleben möchte, dann ist das auf jeden Fall die Möglichkeit. So, wir passen das, wir passen das ganz kurz nochmal an. Wir gehen hier auch komplett runter, wir machen vielleicht einen Klick sogar und gehe hier auch nochmal ein bisschen weicher und vielleicht mit dem Dämpfer nochmal ein bisschen hier weicher.
dann sollte das doch hoffentlich passen. So, das haben wir auch erledigt. Dann würde ich sagen, wir haben hier eine Driftzone. 190.000. Ich glaube, das könnte der schaffen. Gerade jetzt mit dem Allrad. Wir probieren es mal. 190.000. Ich glaube, von der anderen Seite wäre zwar besser, aber wir probieren es trotzdem mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh, der hat doch zu viel Grip. Glaube ich. Oh, mit Gewalt. Das ist halt nichts, ne? So nicht. Ey, da müssen wir ein anderes Fahrzeug verwenden. Da hilft alles nichts. Glaube ich, oder? Oder irgendwas mit dabei brechen und würgen. Also jemand, der nur diese Hot Wheels Expansion-Folgen anguckt, denkt sich auch so, ja, der Raider kann aber gar nicht driften. Aber bis jetzt habe ich jedes Mal mit einem Fahrzeug gemacht, was nicht dafür geeignet ist. Müssen wir machen, 170.000. 80.000, ich hab schon wieder vergessen. Ne, hat nicht gereicht. Okay, es war zu schwach. Ja, ist aber auch blöd mit dem Auto, muss ich sagen. Deswegen würde ich sagen, ich will es jetzt aber haben. Und ich will es einfach mal mit dem Fahrzeug machen, was dafür geeignet ist. Deswegen wechseln wir jetzt mal einfach auf was anderes Verrücktes. Und der kann das auch. Ist ja auch in der S2-Klasse. Also auf geht's, komm. Jetzt zeigen wir mal, wie es richtig geht. Banking immer ein bisschen so eine Sache ist mit dem Driften, aber... Ja, genau das. Mit Banking ist echt eine Sache, ey. Banking zu driften, also wenn die Strecke steil ist. Es kann Vorteil und Nachteil zugleich sein. Hier ist es auf jeden Fall gerade Nachteil. Was mache ich denn? Super schwierig gerade für mich. Sorry. So, ja, 190.000. Okay. Das hätte ich jetzt mit dem anderen auch noch geschafft. Okay, also es lag nicht nur am Fahrzeug. Es ist einfach schwierig tatsächlich. Da muss man, glaube ich, ganz anders die Sache angehen. So, wir steigen aber wieder ein in unser geiles Indie-Fahrzeug. Und gucken, was wir sonst noch für Aufgaben hier gerade erspähen. Hier ist auch nochmal ein Rennen. Gehen wir doch gleich hin. Ah, wir wollen ja ein bisschen Progress machen. Sonst kommen wir ja gar nicht voran hier. Weil S2 ist uns nicht genug. Wir wollen natürlich in die X-Klasse aufsteigen. Ich muss, glaube ich, nochmal. Moment. So, gucken wir mal, was uns erwartet. So, das Rennen gerade eben hat gut geklappt. Schauen wir mal, wie es jetzt hier ausschaut. Nee, die Konkurrenz. Die sieht schon wieder mächtig aus. Einen Start haben wir ganz gut. Ja, das war klar. Irgendeiner ist jetzt im Weg und raubt uns den Schwung. Das war aber geil, jetzt dafür wieder durchgekommen. Ja, sobald ein paar mehr Kurven dabei sind, ist das Ding richtig stark. Wir haben einfach nur das perfekte falsche Rennen zu Beginn gemacht für das Fahrzeug. Aber gut, dann sind wir jetzt schon mal gut eingestellt für alles. Vorne wird es eng.
Das lieber mal ab. Über die Kuppe auch noch. Da kriegen wir hin. Leichter Schlag vom Apollo. So. Komm ey, also den Aerial Atom müssen wir doch bekommen. Der dürfte doch jetzt auch nicht so schnell sein. Aber bei so 380 Sachen kann der schon fahren, wenn er will. Wenn er gut aufgebaut ist. Jawohl, ja. Das ist ja jetzt nochmal eine richtige fiese Nummer. Okay, ich habe viel zu früh gebremst. Aber in dem Fall vielleicht besser. Ja, ich meine, der Allrad ist natürlich jetzt schon geil, weil wir beschleunigen jetzt halt ultra schnell raus. Das hat halt in der Basis auch ein bisschen gefehlt. Das Einzige, was halt immer noch fehlt, ist die Topspeed. Also, ich meine, 300 Sachen ist ja nicht schlecht, aber wir müssten halt wirklich aus eigener Kraft so Richtung 400, glaube ich, ballern in dieser Klasse. Dann wären wir richtig gut unterwegs. Aber ich will jetzt nicht weiter meckern, ich genieße es jetzt einfach, so wie es ist. Aktuell sieht es ja gut aus und die Sprintrennen gehen ja echt flüssig schnell von der Hand. Die haben wir relativ schnell abgeklappert. Würde ich sagen, direkt weiter zum nächsten Event oder zum nächsten PRs dann oder so. Sehr schön. Das Hammer. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir nochmal einen Rundkurs und den, ah stimmt, den Sprint, den wir da direkt am Hub haben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch den Rundkurs zum Abschluss der Folge, weil ich glaube, man ist immer schon wieder raus. So schnell geht's vorbei, ist Wahnsinn. Ich habe so Bock, diese Dinge aufzunehmen. Ich binge quasi schon die Folgen durch, beziehungsweise ich binge sie, oder wie nennt man das, wenn man die Folgen kreiert, im Marathon. Ja, binge kreiere, ach keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, ja. Ich mache da hier wirklich einen Aufnahmemarathon, weil es einfach so viel Bock macht. Natürlich zwischendrin schneide ich die Videos auch, lade sie auch zwischendrin schon hoch, weil sonst werde ich da gar nicht mehr fertig. Aber es macht halt echt unglaublich Bock und das spricht ja auf jeden Fall für die Expansion. Aber so schnell gehen dann auch immer die einzelnen Folgen vorbei. Und es tut mir dann irgendwie immer so leid, wenn ich so denke, ja, ihr müsst dann ein bisschen warten, bis die nächste Folge kommt. Ich kann direkt ja weitermachen. Und trotzdem habe ich immer so das Gefühl, ich habe in einer Folge nichts erreicht. Aber ich glaube, das ist völliger Quatsch. Oh, jetzt sind wir doch hier gelandet. Ja, ich will hier nicht langfahren. Hier allein geht's lang. Hier geht's lang. Zeit für einen Looping. Da ist eine Schanze auf diesem Dingsgerüst. Geil, okay. Dann müssen wir später wohl auch noch irgendwann hinkommen. So, jetzt aber. Das Rennen machen wir noch und das gewinnen wir jetzt hoffentlich auch. Ja, dieser FX6K. Okay, ist nicht der Evo, aber trotzdem. Krasses Gerät. Vereint halt wirklich krasse Geschwindigkeit mit gutem Angriffsdruck. Aber davor ist der Evo, sehe ich schon. Also, er ist auch dabei. Und in den Looping! Four wide alle. Ich gehe mal hier in rein. Wo muss ich? Achso, in Berührung. Ach, gerade Verwirrung. Schon gedacht, Checkpoint verpasst. Wäre ein bisschen komisch gewesen. Aber nichts ist unmöglich. War doch ein bisschen enger. Ich habe jetzt gar nicht auf den Radar geachtet. Ich war jetzt mehr auf die Gegner fixiert. Ich habe nur gesehen, da vorne kommt was auf uns zu. Aber coole Strecke auf jeden Fall jetzt schon. Auch wenn ich sie nicht so erfolgreich gestalte gerade. Mal gucken, dass wir schleunigst hier nach vorne kommen. Ihr kennt das Spiel. Ich muss jetzt einfach mal hier außen rum. Jawohl, das klappt ja erstaunlicherweise gut, wenn ich jetzt nicht in den Apollo gerast wäre. Wie so in den Magnet hinein.
der Angriffszug ist brutal. Wir haben das Ding komplett runtergeschraubt und wir kleben förmlich. Wir haben die Full Slicks weggenommen und wir kleben einfach auf dieser Plastikbahn. Looping! Okay. Okay. Immer noch erste Runde, ne? Erstmal, ja, die sich probieren. Der Momo-Lenkrad, tatsächlich. Cool. Oh, da war noch einer, den habe ich gar nicht kommen sehen. Wo er so rumspiegelt hier. Mein Vollgasanteil ist natürlich immens hier bei Hot Wheels. Das ist echt krass. Dauerhaft durchdrücken. So, jetzt hier ein bisschen aufpassen. Dann passt das schon, denke ich. Ja, ein bisschen innen rein. So, jetzt hier vielleicht raus und wir setzen uns davor, hoffe ich. Vorsicht, das Heck kommt ein bisschen. Alles cool. Macht aber auch Spaß in der Sicht. Man hat echt gute Sicht auf jeden Fall in dem Gerät. Richtig schöner Single-Seater halt. Ja, wie gesagt, an Indica angelehnt. Wir müssen nicht mal die Steilkurven nutzen, so viel Grip bei mir. Das ist unglaublich. Also ich glaube, für den Gag müssen wir auf jeden Fall das Ding mal auf unsere Teststrecke entführen. Im Haupt-Let's Play. Irgendwann. Weil ich glaube, das könnte schon echt übel schnell in den Kurven halt sein. Dort ist jetzt, sagen wir mal, knapp über 300 km/h fahren dann auch mehr als ausreichend. Hier brauchst du halt einfach mehr. Hier ist halt 300 km/h nix. Alles Vollgas fahren, Wahnsinn. Aber coole Rundstrecke, die gefällt mir echt gut vom Flow her auch. Coole Elemente drin. Und looping! Erfolg geschafft. Ja, gut. So, wieder aufpassen. Leicht anbremsen mussten wir. Dachte, ich schaff's mit Lupfen, hab's aber gemerkt. Nee, reicht nicht ganz, dann habe ich nochmal mit der Bremse nachgeholfen. Aber kein Problem für unser Gerät hier. Im Prinzip könnte man, wenn man es jetzt möchte, ihm hinten ein, zwei Klick mehr Aerodynamik hinten geben und dafür dann die Stabi noch extremer auslegen. Ich glaube, das könnte der auch richtig gut vertragen. Aber ich lasse es jetzt mal so, weil ich kann trotzdem ja fast alles nahezu mit Vollgas fahren. Aber ja, natürlich in Klammern, wieder gesagt, nur auf dem sehr erfahrenen Schwierigkeitsgrad. Also da zeigt sich halt, dass die Konkurrenz definitiv stärker ist, beziehungsweise die Fahrzeuge einfach besser sind. Also das coole des Fahrzeugs ist, so viel Spaß es macht zu fahren. Eigentlich hätte es auf der S2-Klasse gegen diese anderen Fahrzeuge auf diesen Strecken keine Chance. Ich denke mal, auf den normalen Strecken unten auf der Hauptwelt, da würde der ganz gut, glaube ich, abschneiden. Gerade bei den Rundkursstrecken. Aber hier brauchst du halt Speed, Speed, Speed. Sehr schön. Aber wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen wir noch haben, aber ich glaube, ein paar sind es noch in der S2-Klasse. So ein, zwei dürften es noch sein, die wir natürlich in der nächsten Folge angehen werden. Schauen wir doch gerade mal kurz, was wir denn noch haben. Also, wir haben den hier noch auf jeden Fall. Und dann haben wir, wie scheint, ist sogar das letzte Rennen in der S2-Klasse. Dann haben wir nur noch PR-Stunts, die müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Die würde ich dann tatsächlich mal nicht mit dem hier vielleicht machen, sondern will ich dann mal ein normaleres Fahrzeug, also in Anführungsstrichen normal, in der S2-Klasse ist nichts mehr normal, aber du weißt schon, was ich meine, kein Hot Wheels-Fahrzeug nehmen, was einfach auch die Topspeed hat.
Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind raus mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Gerne Feedback in die Kommentare. Mich würde es riesig freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn wir dann die nächsten Aufgaben hier dieser Elite-Serie oder dieses Elite-Rangs angehen, hier in der S2-Klasse. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Folge alles schaffen, aber ich glaube, wir werden einen guten Schritt weiterkommen Richtung X-Klasse. Und das ist ja dann die letzte Klasse. Also das wird auf jeden Fall verrückt werden, glaube ich. Und so oder so, vielen Dank nochmal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao! -i.